So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von MingaGing. Ich grüße euch recht herzlich auf unserem Kanal. Und bevor ich zu dem Video komme, welche Version kaufen, möchte ich nochmal gerne ganz kurz mein erstes WWE 2K22 Video bewerben, und zwar mit News. Und zwar waren das meine ersten News rund um dieses Spiel. Könnt ihr euch mal gerne anschauen, ist am Ende von diesem Video entsprechend verlinkt. Jetzt möchte ich mit euch mal genauer durchgehen, welche Inhalte physische und digitale Versionen haben, und möchte euch mal ein bisschen aufzeigen, wo die Unterschiede liegen, und habe euch das in einer Übersicht mal aufbereitet. Ich muss dazu sagen, das Video ist audiovisuell natürlich relativ einfach gehalten. Hier geht es eher um den Inhalt, aber das hat mich einiges an Zeit gekostet, denn ich muss auch ganz klar sagen, dass ich recht unterschiedliche Aussagen gelesen habe bei diversen Spieleseiten, aber auch auf der 2K Homepage, Amazon und dem PSN Store, sodass ich erstmal hier die ganzen Informationen übereinbringen musste, was ist denn tatsächlich nun wo wirklich drinne, und ich hoffe natürlich entsprechend, dass diese Übersicht auch fehlerfrei ist. Eine einzige Information konnte ich nicht zu 100% für mich klären, die ist aber hier auch gelb markiert. So, dann wollen wir mal loslegen. Oben habt ihr die Standard Edition für PlayStation 4 oder PlayStation 5. Dann das Cross-Gen-Bundle, natürlich PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Deluxe Edition, die es für PlayStation 4 und PlayStation 5 gibt. Und die NWO Edition, die gibt es ebenfalls für PlayStation 4 und 5. Hier schon mal der erste Unterschied. Physische Versionen gibt es nur von der Standard Edition und von der Deluxe Edition. Sowohl das Cross-Gen Bundle als auch die NWO Edition, die gibt es hier lediglich als digitale Version, und digitale Versionen generell gibt es von allen Versionen. Standardversion und Cross-Gen-Bundle gibt es nicht im Early Access, was ein verfrühtes Zugriffsdatum quasi angeht. Das heißt, die sind per 11.03.2022 verfügbar. Die beiden Sondereditionen, die könnt ihr bereits ab dem 8.03.2022 im Early Access spielen. Finde ich persönlich auch immer interessant. Und schon allein daher werde ich mir mit Sicherheit eine der beiden Sondereditionen holen. Das Undertaker Immortal Pack, was drei unterschiedliche spielbare Charaktere von ihm beinhaltet, das gibt es für die Standard-Editionen und das Cross-Gen-Bundle nur als Vorbestellerbonus. Und in den anderen beiden Sondereditionen ist das Undertaker Immortal Pack standardmäßig enthalten. Das bedeutet also, auch wenn ihr diese Version erst nach Release kaufen solltet, dann habt ihr diesen Inhalt dort automatisch mit enthalten. Dann kommen wir zum Starrcade 96er Rey Mysterio Pack. Dort sind zwei Karten beinhaltet, und das war hier die einzige Information, die ich ein bisschen merkwürdig fand, nicht zu 100% klären konnte. Und zwar bei der Standard Edition ist es nach meinen Recherchen dieses Pack nur bei der PS5-Version digital verfügbar. Ich lasse das jetzt mit einem Fragezeichen hier mal stehen, bin mir aber bei allen anderen Informationen hier in der Übersicht sicher, dass diese auch definitiv stimmen. Denn das Starrcade Pack ist ansonsten für alle anderen Versionen, wie ihr es jetzt hier auch sehen könnt, auf jeden Fall mit enthalten. Dann haben wir natürlich auch logischerweise einen Season Pass und 5 DLCs, die nach Veröffentlichung dann im Laufe der nächsten Wochen und Monate nach Veröffentlichung rauskommen werden. Diese sind natürlich dann im Standard-Pack und im Cross-Gen-Bundle nicht vorhanden, aber natürlich in den beiden Sondereditionen habt ihr den Season Pass mit drin und die 5 DLCs auch. Dann habt ihr noch ein paar Bonus-Packs für den Main Story-Modus. Das sind ein paar Booster-Packs und noch ein paar andere Sachen. Die sind auch in der Standard-Version und im Cross-Gen-Bundle nicht mit enthalten. In der Deluxe und in der NWO-Edition natürlich dann entsprechend auch dort wieder mit dabei. Zu guter Letzt, was auch sehr interessant ist, was ich persönlich auch sehr cool finde, das NWO 4 Life Bonus Pack beinhaltet unter anderem die spielbaren NWO Charaktere wie Scott Hall, Kevin Nash, Eric Bischoff und einige andere noch, und hat dort auch, ich glaube, zwei Austragungsorte sowie noch einen zusätzlichen Championship-Gürtel als
Bonus mit drinne. Das gibt es nur ausschließlich in der NWO Edition. Ich denke, das ist irgendwo auch selbsterklärend. Das ist also weder in den beiden Editionen Standard Cross-Gen drinne, noch in der Deluxe Edition. Und was auch interessant ist, sicherlich gibt es Leute unter euch, die auch noch WWE Supercard spielen. Ich habe es vor Jahren mal gespielt, muss ich sagen, zum Teil da sehr viel Zeit gelassen. Spiele es aber mittlerweile nicht mehr, weil es mir einfach viel zu aufwendig ist. Aber wer es noch spielt, für den sind tatsächlich wohl auch die physischen Editionen vielleicht interessant, denn dort gibt es WWE Supercard Inhalte in Form eines Bonuscodes, allerdings nur in der physischen Version, und zwar in der Standard Edition und der Deluxe Edition. Auch das ist hier selbsterklärend, denn die anderen beiden Versionen, sprich das Cross-Gen Bundle und die NWO Edition, die gibt es ja gar nicht als physische Version. Kommen wir noch zu guter Letzt zum Preis. Also die Standard Edition für PlayStation 4 oder PlayStation 5 kostet 70 Euro. Das Cross-Gen Bundle kostet dann schon 75 Euro. Wer in dem Bereich hier sich eins der beiden kaufen möchte, also da kann ich eigentlich schon auf den ersten Blick sagen, da, wenn ihr natürlich den WWE Supercard Bonus unbedingt haben wollt, dann müsst ihr natürlich hier die Standard Edition nehmen. Ansonsten würde ich hier für 5 Euro mehr auf jeden Fall zum Cross-Gen Bundle tendieren. Denn wer heute nur eine PlayStation 4 im Moment noch hat, aber vielleicht doch durch Glück, Zufall oder wie auch immer doch schneller an eine PlayStation 5 rankommt, als er selber für möglich gehalten hätte, der wird sich dann wahrscheinlich ärgern, weil hier könnt ihr dann auch für 5 Euro mehr dann die vollständige PlayStation 5 Version entsprechend downloaden. Bei den beiden Sondereditions, da kann man sicherlich streiten, denn die Deluxe Edition, die hat auch schon sehr schöne Inhalte meiner Meinung nach, kostet hier roundabout 100 Euro und die NWO Edition kostet satte 120 Euro, muss man schon auch sagen, das ist schon eine Stange Geld, wobei ich sagen würde, dass mir persönlich die NWO Edition unabhängig vom Preis auch am besten gefällt. Ich finde einfach dieses NWO For Life Bonus Pack schon ziemlich cool, muss ich sagen, und ich tendiere auf jeden Fall zu der Version. Eine letzte Information sei mir noch gestattet, die hier in dieser Übersicht nicht drin ist, aber ihr kennt es ja sicherlich gerade auch von Amazon, die ja eigentlich immer eine Version anbieten und dort ein exklusives Steelbook haben. Das möchte ich hier der Vollständigkeit halber sagen. Die Version, die ein exklusives Steelbook haben wird bei Amazon, das ist tatsächlich die Standard Edition, die kostet dort dann entsprechend auch, hat den gleichen Preis für PlayStation 4 und PlayStation 5, wie ich es jetzt hier bereits genannt habe, und dort könnt ihr noch ein Steelbook absahnen für die physische Version. Wer sowas sammelt, sicherlich keine schlechte Idee, und das der Vollständigkeit halber nochmal gesagt. Ansonsten, ich verfolge natürlich die Berichterstattung und News und Infos rund um WWE 2K22 weiterhin und werde entsprechend dann auch weitere News und Infos in Form von Videos auf dem Kanal veröffentlichen. Ich gehe mal davon aus, dass die nächsten Informationen dann so langsam sein werden, wie die Spielmodi genau inhaltlich sein werden. Dann wird man sicherlich auch Gameplay sehen und man wird sicherlich auch Stellung beziehen zu der neuartigen Steuerung, die ja intuitiver sein soll. Also all das sicherlich Themen, und die werde ich natürlich dann entsprechend auf dem Kanal auch als Thema bringen. Und wenn sie den Roster veröffentlichen, der dann letztendlich den Weg ins Spiel schafft, dann sind das natürlich auch Videos, die ich euch entsprechend aufbereitet präsentieren würde. Dankeschön, dass ihr reingeschaltet habt. Lasst ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. So habt ihr mal eine Übersicht in Form einer Seite, sag ich jetzt mal. Wenn ihr das auf dem Handy nicht besonders gut sehen könnt, schaut euch das Ganze nochmal am PC an. Ich denke, dort ist das ganz gut zu sehen. Und ich hoffe, euch hat das ganz gut gefallen, dass ich euch das mal hier in einer solchen Übersicht zusammengebastelt habe. Ansonsten wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß, gerne auch auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Reinschalten. Ciao und Servus. Euer Jens von Minga Gaming.